Hallo und moin, schön, dass ihr bei mir im Kanal reinschaut. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diesen Zipfelweihnachtsbaum gebastelt habe. Und zwar braucht ihr dazu nur ein paar Tannenzweige, einen Eimer mit Sand, einen Stab oder einfach einen Besenstiel und ein bisschen Bindedraht und eventuell Kabelbinder. Und wie ich das Ganze gemacht habe, möchte ich euch natürlich zeigen. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Zipfeltannenbaum braucht ihr natürlich Tannenzweige in verschiedenen Größen, dann so eine kleine Astschere, dann benutze ich diesmal Kabelbinder, Bindedraht, irgendwie so eine Zange zum Schneiden. Für den Zipfel brauchen wir noch so ein bisschen Draht hier. Dann braucht ihr einen langen Stock oder einen Besenstiel, geht natürlich auch. Dann einen Eimer, den ihr mit Sand füllen könnt. Und wenn der Eimer nicht ganz so schön aussieht, könnt ihr nachher auch noch was da drum machen, zum Beispiel Alufolie oder so einen Jutesack. Und für den Zipfel benutze ich noch so ein bisschen von Natuja. So, wie ihr seht, habe ich jetzt meinen Eimer mit Alufolie umwickelt, weil er schöner aussieht. Ich habe meinen Stab jetzt reingesteckt. Wenn das ein bisschen locker sein sollte, könnt ihr natürlich dann auch noch Steine dazu tun, damit das Ganze guten Halt hat. Den Sand ein bisschen andrücken und dann ist das auch schon fertig. Jetzt nehme ich meine Tannenzweige. Dann nehme ich mir jetzt die größten, die ich habe. Die kommen natürlich nach unten. Die setze ich mir so hier drumherum. Ich habe jetzt nur drei genommen, weil meine ziemlich schön groß und buschig sind. Und das Ganze fixiere ich jetzt mit Kabelbinder. Ich nehme jetzt mal diese pinken, damit man das gleich besser sehen kann. So, und dann kann man das immer noch so ein bisschen hoch und runter schieben erstmal, wie man das haben möchte. Und dann zieht man das richtig schön fest. Und ich nehme jetzt noch einen zweiten Kabelbinder damit zu. Und damit das wirklich richtig schön fest ist. Wenn jetzt die erste Reihe ganz fest ist, dann geht das natürlich dann weiter mit der zweiten Reihe. Und dann fangt ihr einfach etwas höher so an und setzt dann wieder eure Tannenzweige dran. Da müsst ihr eben sehen, wie viele wieder macht. Entweder drei oder vier, je nachdem wirklich, wie dick eure Tannenäste sind. Und die werden dann jetzt auch wieder mit Kabelbinder festgemacht. So, das wird jetzt meine vierte Schicht. Die Zweige werden immer kleiner. Und die setze ich jetzt auch mit drauf. Hier nehme ich jetzt von den kleineren Zweigen, nehme ich jetzt schon auch schon ein paar mehr, damit das auch richtig schön voll aussieht. So, ich habe meine Tanne jetzt fast bis zum Ende gearbeitet. Oben guckt jetzt nur so ein kleines Stückchen von meinem Stiel raus. Hier habe ich jetzt noch einmal mit Kabelbinder gemacht. Bei dem letzten Stück habe ich jetzt diese dickeren Drähte hier jetzt schon mal festgemacht. Einfach wieder mit diesem Wickeldraht. Und ab jetzt geht es natürlich weiter, also mit dem Wickeldraht, damit man nachher diese Kabelbinder einfach nicht sieht. So, das ist jetzt das letzte Stück mit der Tanne. Das sind jetzt meine letzten kleinen Zweige, die ich habe. Den Draht habe ich hier oben schon einmal so ein bisschen verzwirbelt. Und jetzt mache ich einfach mit dem Wickeldraht die Tannenzweige fest. Die lege ich hier einfach rundum, schön gleichmäßig verteilt. Und dann wird das mit dem Wickeldraht schön festgemacht. Und als letzte Schicht mache ich das jetzt mit den Tuyas. Die habe ich hier vorne auch schon. Die lege ich dann hier auch schön rum. Und wickel das um, da kann man nämlich die Spitze richtig schön mit modellieren. So, ich habe meine Thuja-Spitze jetzt fertig. Wer möchte, kann die natürlich dann auch noch mit der Schere beschneiden. Ich habe da jetzt noch mit dem Bindedraht bin ich jetzt noch ein paar Mal umzugegangen, sodass das richtig schön fest ist. Und durch den Draht in der Spitze kann man es richtig schön biegen, wie man das haben möchte.
So, das ist ja jetzt der fertige Zipfeltannenbaum. Der ist also stattliche 1,60 Meter groß geworden. Ich gehe jetzt so ein bisschen ran. Ich habe erst nur so ein paar Kugeln dran gehängt. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man aus dem Besenstiel, einem Eimer, ein bisschen Sand und so ein paar Tannenzweigen alles nur noch so machen kann. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Und wie immer sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.